Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ja, liebe Schwestern und Brüder, heute mal nicht ganz leere Bankfeiern wie sonst in der Woche. Wenn wir hier täglich die Heilige Messe feiern, heute sind wir hier zu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also unter der vorgegebenen Zahl. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam heute in Ihre Wohnzimmer hineinkommen, um aus der Mauritiuskirche vom Altar des heiligen Mauritius mit der Reliquie mit Ihnen Lentaren zu feiern. Herr Kaplan und ich, wir werden die Messe feiern. Herr Fischer freundlicherweise wird die Orgel spielen. Wir haben den Herrn Patrick, dass er uns sozusagen die Filmaufnahmen liefert. Dann haben wir Lektoren, den Oberministranten für Bittensprecher, sodass wir heute eine würdige Sonntagsmesse Ihnen ins Haus bringen. Lektare, freut euch. Und so beginnt der Intuitus Vers am heutigen Sonntag. Freue dich, Stadt Jerusalem, seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die ihr traurig wart, freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung. Nun ist von Freude die Rede, aber für viele von uns allen ist diese Zeit der Prüfung eine Zeit, wo vielleicht nicht immer Freude aufkommt. Einsamkeit, Sorge und Angst, Krankheit, all das beschäftigt alle hier miteinander. Dass wir miteinander nicht Gottesdienst feiern und keinen Kirchenbesuch, ist das möglich? Das macht einen schon auch als Priester und Sie als Gläubige, als Gemeindemitglieder sicherlich auch traurig. Es gibt einen Gesang, den die Brüder in T.C. singen und der noch einmal den Gedanken des Lentare-Sonntags aufgreift. Ein Lied, da heißt es: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. So wollen wir miteinander und füreinander diesen Gottesdienst feiern. Wir wollen uns einlassen auf Gott, der sich auf uns einlässt und der in seinem Sohn Blinde sehend, Kranke gesund, Menschen heil geschenkt hat. So rufen wir sein Heil über uns und über unsere Gemeinde. Lasst uns nieder.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der der Einheit des Heiligen Geistes mit dir liebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu dem Bethlehemiter Isai, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Als Samuel den Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai: Sind das alle jungen Männer? Er antwortete: Der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er gekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt,
hab nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen. Deckt sie vielmehr auf. Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Das heißt übersetzt, der Gesandte. Der Mann ging fort und rief sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich. Und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren. Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte, wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn bereits gesehen, er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, so aus der Mauritiuskirche am Sonntag Letare ein paar so Gedanken, die so mir in den letzten Tagen so gekommen sind und die ich so auf ein paar Karteikarten geschrieben habe. Mitten auf dem Weg trifft Jesus einen Blinden. Und dieser Blinde ist stumm. Den kennt keiner. Selbst die Nachbarn kennen seinen Namen nicht. Ein namenloser Mensch. Aber Jesus kann an ihm nicht vorübergehen, sondern er bereitet einen Teig aus Sand und Wasser und bestreicht damit die Augen. Jesus befreit einen Menschen, den Menschen, von seiner Enge, von dem, was ihn einengt, das Blindsein, das Nicht-Dazugehörig-Sein, die Isolation, die Einsamkeit. Wir kennen sehr unterschiedliche Einengungen. Wir leben zurzeit in so einer vorgeschriebenen und zugleich auch vernünftigen Einengung, dass wir Abstand halten, dass wir größtenteils zu Hause bleiben, nicht großartig unterwegs sind. Manch einer ist krank, meiner sorgt sich um die Zukunft, manch einer hat Angst. Liebe Schwestern und Brüder, jeder von uns wird auf seine Weise spüren, was es heißt, so ein Stück Isolation erleben zu müssen. Was aber die Menschen verbindet, auf die Jesus trifft, nicht nur hier bei den Blinden, sondern generell, ist, dass sie nach der Begegnung mit ihm einen anderen Blick haben. Einen anderen Blick haben auf die Wirklichkeit, die sie umgibt, dass sie plötzlich Dinge wahrnehmen, die sie vorher nicht wahrgenommen haben, und dass ihr Leben sich verändert. Die Wirklichkeit mit neuen Augen sehen. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus begibt sich in die Rolle eines Augenarztes. Und der betätigt sich auf einem der ältesten Teilgebiete der Medizin. Bereits vor 3600 Jahren wurde auf einer Gesetzestafel des Hammurabi eine Vorschrift gefunden, wo es um eine Augenoperation geht. Der eine Augenoperation durchführt, der kann eine hohe Geldsumme erwarten, wenn sie gelingt. Wenn diese Operation aber nicht gelingt, so heißt es auf dieser 3600 Jahre alten Gesetzestafel, dann soll man ihm die Hände abhaken. Was Jesus tut, ist für einen Arzt nichts Ungewöhnliches. Auch dass er mit Sand einen Teich knetet, gehört zu einer Therapie, zu einer Möglichkeit, Menschen Heilung zu geben. Das Neue daran ist, dass er den Menschen auffordert, geh zum Teich Siloach und wasch dein Gesicht und die Augen von dem Schmutz rein.
Der Mensch wird eingeladen, aufgefordert, mitzumachen, seine eigene Initiative wird gefragt. Und der Mensch erkennt eben nicht nur mit den Augen, das wird im Evangelium deutlich, sondern auch mit dem Herzen, was an ihm geschehen ist, was das Wichtige und das Eigentliche ist. Aus einer negativen Erfahrung erwächst plötzlich für den Blinden eine positive Lebensbegegnung mit Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, wir können klagen, wir können traurig sein, wir können aber auch aus dem, was um uns herum geschieht, Neues entdecken. Auf meinem Brief, den ich geschrieben habe, auf die Mail, haben sich schon einige gemeldet, die gesagt haben, geben Sie unsere Telefonnummer weiter, wenn es ältere Mitbürger gibt, die eben nicht mehr rausgehen können, die aber Einkäufe gemacht haben wollen oder einfach, dass es Menschen gibt, die mit dem Telefon Kontakt halten, die andere anrufen, wie geht es dir, bist du gesund, kann ich dir irgendwie was Gutes tun? All das sind Dinge, die keinen großen Aufwand kosten, aber die gerade in dieser Zeit für unsere älteren Mitbürger lebensnotwendig sind. Lassen Sie mich zum Schluss einen Satz oder einen Gedanken äußern, den der große Gelehrte, Theologe, Priester, Philosoph, Naturwissenschaftler, der uns die Evolutionslehre in besonderer Weise theologisch nahegebracht hat, Théa de Chardin, der einen Satz geschrieben hat, der heißt: Die größte Gefahr, worüber die Menschheit in Schrecken geraten könnte, ist nicht irgendeine äußere Katastrophe, sondern der Verlust der Lebensfreude. Ohne diese Lebensfreude, ohne das Feuer der Seele, dieses Überschäumen des Lebensdranges, gibt es kein kraftvolles Leben, sondern nur Schlaffheit und Mittelmäßigkeit. Gehen wir mit diesen Gedanken in den Alltag und in die Zeit, die vor uns liegt. Wir kennen nicht, wie lange sie dauern wird oder wie der Ausgang sein wird, aber wir wissen eins, dass Christus der ist, der bei uns ist und der uns Mut macht und Hoffnung schenkt. Amen. Gemeinsam wollen wir unseren Glauben bekennen. Dazu beten wir aus unserem Gotteslob die Nummer 3, den vierten Absatz. Nummer 3 im Gotteslob, der vierte Absatz, das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So wollen wir Fürbitte halten. So wollen wir das Gebet führen, das uns unser Erzbischof zu beten empfohlen hat gegen den Coronavirus für das Heil der Menschen. Gott, du suchst die Beziehung mit uns. Auch in Zeiten der Not bist du für uns der barmherzige Vater, der uns erwartet. Jesus, unser Bruder, der uns auf unserem Weg begleitet. Der Heilige Geist, der uns den Weg durch die Krise zeigt. Wir bitten um das Vertrauen auf deine Gegenwart und Hilfe, um die Kraft, einander zu unterstützen, zu ermutigen und zu ermahnen. Schenke Gelassenheit, damit wir in dieser Krise rücksichtsvoll und besonnen leben. Um dein Beispiel bitten wir besonders für die Menschen, die weltweit in der Angst leben vor dem Coronavirus und vor anderen Krankheiten, die das für alle, die bereits erkrankt sind, besonders aber für die, die keine Aussicht auf Heilung haben. Für alle, die sich um die Kranken sorgen. Für alle, die sie pflegen und medizinisch betreuen. Für die Seelsorgerinnen und Seelsorger aller Konfessionen und Religionen, die Kranken und deren Angehörige begleiten. Für die Menschen, die in dieser Krise politische Verantwortung tragen. Für alle, die sich um ihre wirtschaftliche und berufliche Situation sorgen. Für uns selbst, dass wir uns in dieser ungewissen Situation schwer tun. Wie die Jünger auf dem Weg nach der Maus gehen wir. Bleib bei uns da in dieser Zeit, in der wir zweifeln, aber nicht verzweifeln. Fragen, ohne Antworten zu haben, Probleme sehen, ohne Lösungen zu kennen. Bleib bei uns, wenn wir die Nacht fürchten und lass uns Ostern erwarten, wie die neuen Morgen. Amen. Amen.
Lass uns eins werden durch
Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende deine Vorkindergebete vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Heiner und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Sie und alle, die in der Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich bei uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von allen in der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
dass du ein Heil bist unter meinem Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird seine Seele gesund. Seh ich mit bei euch alle Tage, bis zur Vollendung der Welt. Der Leib Christi. Allmächtiger Gott,
Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, besonders die, die jetzt vielleicht sich die Übertragung hier aus Mauritius angeschaut haben, in unserem pastoralen Raum St. Antonius, St. Mauritius. Wir werden versuchen, dass wir an jedem Sonntag so eine Übertragung hinkriegen. Ich bin da sehr dankbar, dass sich da immer wieder der eine oder andere findet und mitmacht. Wir werden aus den Kirchen unseres pastoralen Raums jeweils an einem Sonntag die Heilige Messe übertragen, sodass sie auch immer wieder räumlich gesehen in einer der Kirchen dann sein werden. Ich weiß von einigen, die in ihren Familien den Coronavirus haben, die entweder in Quarantäne sind oder selbst angesteckt sind, denen gilt heute der besondere Gruß aus dieser Kirche heraus und das fürbittende Gebet. Ich freue mich über die vielen Aktionen, die sozusagen aus der Gemeinde heraus entstanden sind, wo man an andere denkt und für andere etwas tun will. Wir wollen an dieser Stelle alle mit einschließen, die in besonderer Weise für uns Dienste tun, denen unser Dank gilt, die sich aufopfern für andere. Und so wollen wir uns nachher die ganze Gemeinde mit der Reliquie des heiligen Mauritius segnen lassen. Die Fürsprache der Gottesmutter des heiligen Antonius und heiligen Mauritius anrufen, wie wir es gerade schon bei den Fürbitten auch getan haben. An dieser Stelle eine herzliche Bitte. Heute hätten wir ja unser Fastenessen für die Bahnhofsmission gehabt. Das geht natürlich nicht. Auch die Fastenaktion Miserior, wir haben ja bei den Firmlingen und auch bei den Erstkommunionkindern darüber gesprochen. Die Erstkommunionkinder haben ja diesen Bus mitbekommen, wo sie in den Familien so ein Stückchen schauen, was sie sozusagen da tun können für die Kinder dort im Libanon, dass die zur Schule gehen können mit kleinen finanziellen Hilfen, die sie dann doch auch erbitten. Unser Generalvikar macht uns noch einmal darauf aufmerksam, dass die Menschen, die Flüchtlinge, viele, die in Not sind, unser Fastenopfer brauchen, obgleich ja in ganz Deutschland am 5. Fastensonntag, wo sonst das Miserior-Opfer erbeten wird, eben keine Gottesdienste stattfinden, dass wir aber, und auf der Anstecktafel dort ist das vorbereitet, wenn Sie freundlicherweise das Opfer für die Bahnhofsmission, das Fastenopfer Miserior, jeweils über die entsprechenden Konten von Antonius oder Mauritius oder den Briefkasten ganz einfach hineintun mit einem Absender, mit einem Namen, damit dann auch die Spendenbescheinigung, so Sie wollen, Sie dann auch erreicht. So möchte ich von dieser Stelle herzlich Dank sagen, noch einmal Sie alle herzlich grüßen und uns alle unter den Segen und unter den Schutz Gottes und der Heiligen stellen. Bleiben Sie gesund, seien Sie behütet, wie es heißt, und Gottes Segen möge mit Ihnen sein.
so wollen wir sein Heil über uns erbitten.